Nun sagen wir mal, haben wir das wieder losgegangen. Hallo zusammen. Jetzt bitte rezitiert mit mir gemeinsam die Anrufungen. Jetzt atmen wir gemeinsam den schalen Atem aus. So, denen Dejela, einen Soldeb da, den Sonjam do Song, einen Soldeb Jela, einen Chilapjung, der Lamme Kosum Tosum da Rami, Rani, die Lunga Jesum Ermed und Jorson, Samed in Bade, und den Yam do Song. Als nächstes bitten wir unseren Wurzellama in der Form von Guru Rinpoche, der vor uns im Raum verweilt, um seinen Segen.
und bitten darum, dass sein Segen mit unserem Körper, Rede und Geist verschmilzt. Bitte ruft jetzt mit mir gemeinsam den Guru an. Balde zawe lama rinpo tangenje oro mbembe denlash kardenje mbe ngonenje zon kuzon tonje ngonjo mzaldo zon dezon zanje damje nyingo lama rinpo jenje Dāngi yu min jen chul waran jen je lam du su sam lam je dōba je pala yu la je waran jen je lam du su Sinti ni la wu san su ba je lam jo dar je waran jen je lam du su Dāngi yu min san je dam jen je ngu lam ma rin bo jen je Dāngi yu min jen chul waran jen je lam du su Samlam je doba je bar je jula je ora je je lam dos se de je la o za doba je bu lam jo dar je je lam dos o de zum san je dam je je ngo bo lam ar bo je je ta ge je min je jol ora je je lam dos o samlam je doba je bar je jula je ora je je lam Sedinye la uza zuba jimbu lam jo dar jimbu jinye lam do zu zu wa de zu lam ma rinpo tuwe bu du jinjin ju di talme da la reza ju le tuye irme jibar jinye lo Yaman dagi yujen kande jan tal jurun dini shindu nyebara Tunni chizun nyizun chilani Kewan jubi longa majun Rinshin lingni tonglo unyindu Kalde yujen pemba majun Chini milu nyebang kalan juru Tantan tibin kurwa rabji Lidri milu tibin genro ronro Laso Tini nga so Tamichi sulshin to drogu pala Ngonro nguishi cheji rinpa sumyu pala Tantan nga so ngonro rinpa di nyamlin chibi Nini kabji yimare Wenn wir den kostbaren Dharma praktizieren, haben wir die vorbereitenden Übungen und die allgemeinen vorbereitenden Übungen und die speziellen allgemeinen vorbereitenden Übungen. Wir sind jetzt bei den allgemeinen vorbereitenden Übungen. Nāsō, nā ngōnrō tēlā tū mōngchī ngōnrō, tū mē nāngi ngōnrō wā tā tēnrī rīmbā māngbō yōpa lē, tā nā ngāsō tū mōngchī ngōnrō tē, nē ñamsō nāngshī mē kāp yīmbā rē. In diesen allgemeinen vorbereitenden Übungen gibt es die vier Gedanken, die den Geist den Dharma zuwenden. Und in diesen gibt es die Gedanken über das kostbare menschliche Leben, die Vergänglichkeit, Karma, Ursache und Wirkung und das Leiden in Samsara. Tāngyūr nyā kāwā tāng mītāpa nī tē
In diesen vorbereitenden Übungen beschäftigen wir uns eben gerade mit den vier Gedanken, die den Geist den Dharma zuwenden. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer es ist, ein menschliches Leben zu erhalten. Wir haben über Vergänglichkeit kontempliert. Und jetzt denken wir darüber nach, dass es Karma, Ursache und Wirkung gibt. Bei Karma, Ursache und Wirkung geht es darum, uns zu besinnen, dass es tugendhafte und nicht tugendhafte Handlungen gibt. Jetzt gerade sprechen wir über die nicht tugendhaften Handlungen. Dang bangja mege wile den zon dor na kosum ni le ton ne gen she gyu bin na ne dan na nga zo ta nga di mege wa wa den zon ton ne gen she gyu. Die nicht tugendhaften Handlungen werden unterteilt in die drei Türen unseres Geistes, Körper, Rede und Geist. Und heute sprechen wir über die Rede, über die Sprache. Mag nga ni me ge wa de la zhen ta ma se zu nga jal chen nam ba xi yong yu re ta den zo xi bo de go la nga zo ta zhen be xi wen na dang bo zhen ji go re ba re. Die nicht tugendhaften Handlungen der Sprache sind vier. Das Lügen, das spaltende Gerede, genauso wie verletzendes Sprechen, als auch sinnloses Geplappere oder auch Geschwätz. Zhūn sēkēndē kēchā ngōpē nēsū tā mītūṋ bē rāngshē sānā mīndō tēmbā māyīṋ bē kēchā yī jī chēn nē tā ngā nē shē jī nē namchūr chī kālā nē sī lāgu yō bā rē. Die Definition vom Lügen ist es, nicht die Wahrheit zu sprechen. Wenn wir nicht mit der Wahrheit übereinstimmend über bestimmte Dinge sprechen. Und wenn wir mit unserer Sprache dann eigentlich betrügen. Und Betrügen ist ja quasi das Hintergehen auf sprachliche Art und Weise. Lāsō, tā ngā jī nāmyūr tēyāng, nī kōlā
Keche she dang tso hane, donda shi kukure, shi, samba, njorwa, tardu. Tende je tso shi kukure, ta shi se de she se kansa. Sula she gin, she se bhajun mi inanda, semjin su inanda, donda de ko tupenji. Keche nungo su tupenji ho, shi tende je kukure. Es gibt vier Aspekte dieses Lügens. Der erste Aspekt ist das Fundament, der zweite ist der Gedanke, das dritte ist die Methode, die Form, wie wir lügen, und das vierte ist das Resultat. Die Basis einer Lüge ist jemand, den wir belügen, jemand, der die menschliche Sprache versteht, der Gedanken formen kann. Und wenn wir zu dieser Person sprechen, also lügen, dann ist das mal die Grundlage dafür, dass eine Lüge überhaupt zustande kommt. Also, ne, da Samba de Sosoji Lötone, Zün Shedoji, der Sosoji Zünla Zünba Hakoji Gugre, Soso Gadget de Temba Yin, Ten, Gomasu, Enchenla Sheba Yina, Nim Zün Yikondo, Chasiba Red, and Zün Yanda Vajimare, Zünla Zünba Hako, Temba Mayimba Hako, ne, and Sam Shindu, Yen Lani, Shendu Yolo Yoreba Yina. Als nächstes geht es um die Motivation oder der Gedanke hinter dem Lügen. Das bedeutet, dass wir bewusst und wissend eine Lüge sprechen. Wir wissen, dass wir lügen werden und wir tun es. Dann ist es eine Lüge. Wenn du aber nicht weißt, dass deine Sprache nicht der Wahrheit entspricht, dann ist es nicht unbedingt eine Lüge. Eine echte Lüge quasi. Selbst wenn es natürlich irgendwie falsch ist, was du sagst, qualifiziert es sich nicht für eine echte Lüge laut den Lehren. Eine Lüge, von der du weißt, dass du sie tust, das ist eine Lüge. Deine Intention ist es, etwas Unwahres zu sprechen. Das ist der Gedanke dahinter. So, tene deja la jorwa de nga je ne zole tone cheba sana mendo nga je ngo su sheba re sedan zun de sedan da menda yore nga je kwa da dang sik ji kwa ne sheba dene yore na da sik lamba de ba en tabse shen la de ba de zo zun yang yore yung yore ne tanda zo nga je mege ba sheba kap su ne ta ta be tone en shen la dene kar su gore lor chebam shen la dine kecha tenpa mayinpa nga nengo su sheba wata dila ni zunje ni njorwa sige yubare. Der nächste Faktor ist die Methode des Lügens. Das ist, wenn wir einen Aufwand betreiben, wenn so dass durch unseren Mund eine unwahre Meldung kommt. Es ist quasi, also es basiert auf dem Konzept der Sprache. Eine Lüge kommt in
in Form der Sprache, mit einem Klang und so weiter. Und so produzieren wir quasi die Lüge in Form von Sprache. Wenn sie sich nicht so zeigt, dann ist es wahrscheinlich keine richtige Lüge. Eine Lüge kommt in der Form von Sprache, von Worten und Geräuschen. Wenn dieses Faktor erfüllt ist, dann ist es eine Lüge. So, tene tardo de ene paro be kanza je keje kwa ye na dege yore a ye che na ma che en keje de la ne che so dang na ma nang ge nam cha zo ma yin ba je paro be kwa na ene kar so ra tardo san ro yore ene de ye ene me ge wa na ne nga gi ene me ge wa che nga le ne zuin xie bie ni mie ge wo ta de zuo zhu yu ren di ni zuin xie ba zhe la ni zi ge yu re. Das Resultat ist der vierte Aspekt einer Lüge. Das heißt, dass jemand diese unwahren Worte hört und egal, ob diese Person das dann glaubt oder nicht, wenn die Worte ankommen bei einer Person, die unwahren Worte, bei einer anderen Person, dann ist eine Lüge komplett. Dann ist die Lüge abgeschlossen. Und das Resultat, die Lüge, wurde getätigt. Das ist also der Prozess des Lügens. Lügen, das eben eine negative Handlung unserer Sprache ist. So, da den der je to lang ne 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 so so nam ju jun she ge do me do jun she ge yo ba yin na un jun de pa ya tab she she ge me ba yin na ne da rang ni mu tu ne kyun ja yin jin tab je dang go do ne yel la den de sam go re. Wenn wir also das jetzt beachten, dann müssen wir uns fragen, begehen wir solche untugendhaften Handlungen? Haben wir gelogen? Lügen wir? Und wenn ja, dann müssen wir uns dazu verpflichten, dieses Verhalten zu verändern. Und wenn wir es nicht getan haben, dann müssen wir uns erfreuen und unser gutes Verhalten beibehalten. Jetzt denk wieder ein bisschen darüber nach. So, dann die kann da zünd der la zün palba da zün chembo mejo la men zün sa kan sum yore o ta den zo la ni ta jin dang go do
Es gibt unter den Lügen kann man auch noch unterscheiden zwischen einer gewöhnlichen Lüge, einer großen Lüge und über die Lüge über unsere eigene Vervollkommnung, unsere Verwirklichung. Wir unterscheiden zwischen diesen drei Arten von Lügen. So da den der jene den jun palwa se de chedang ge chen na ne ba chum ba ta zam ge me ba rang la pen do chum ba ta zam ge me ba ane chedang ane kang jo ma jo ge ja den zo re e o den der jene kar so re mi la go gor dan de gyu lo ye ba se re te ma ne se me so ye lo la so ba ye ba se re den der la so be ton ne ane 간자 신라 코다 쪼드주 돈네 어느 소주 유준 신고도 신고면도 남준 준데네 시기 요바 예나 어느 준나 준이 망오젠제 다 제만의 시기 매선 어느 준 시기 면도나 어느 된지 나진 균에 에 미셰베 답셰제 고래 아무 다가랑 균자인제는 삼론당 고구려래 대다 로 제만의 시신지 소주 쓰면 가두나 네 가서 오래 따지다네 대고로와 눈이 새고 노시하게 면도 다 중중 중중 내가 전부 휴지다 이 말에 대해 이나 매개와 인두 레 된다 사도고 유래 매개와 레 레드 유래 와 된대 네 노면도 삼라당 아니 교상 된다 삼라당으로나 Wenn wir jetzt von diesen normalen Lügen, von diesen gewöhnlichen Lügen sprechen, sie werden uns nicht sehr großartig schaden, aber sie werden uns auch nicht wirklich helfen. Es ist diese Art von Lüge, die keinen großen Effekt hat. Es ist sehr ähnlich diesem leeren Geschwätz. Es ist nicht sehr bedeutungsvoll, aber auch nicht sehr verletzend. Es geht da darum, dass eine lügende Person eine unwahre Idee verbreiten möchte, die aber nicht viel Schaden zufügt. Jetzt denk wieder kurz darüber nach. Hast du so eine Art von Lüge schon einmal getan? Und wenn ja, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses Verhalten verändern könnten. Und wenn nein, dann sollten wir uns daran erfreuen. Normalerweise versuchen wir ja nicht zu lügen. Durch unsere liebevolle Güte und dadurch, dass wir achtsam sind. Aber manchmal passiert es uns doch, und wenn wir das getan haben, dann sollten wir uns vornehmen, das nicht wieder zu tun. Wir sollten uns vornehmen, dass es nicht immer und immer wieder passiert, sondern unser Verhalten ändern. Bitte denk darüber nach. Thank you.
라소 아니 다 나신도 준 첨보 세근 제열에 던디 아 랑신지 소런 내 바다 미몽 불렁 고르쇼 첨보 다엔든 소 아니 준 첨보 세근 제열에 미다 소런 내 그베 잡아다 요 말에 간다 제된 코란노 준 첨보 차바 니밀 요교던 고르쇼 첨보 다엔 제든 소 상말로 준 첨보 세근 제열에 어 디로 예네 소소지양 겐지 시섬 조라디 시레샤네는 소소 남균 디 베주 땅도 땅의 면도 또 소소 소소 삼라도 스타 엄마 베주 땅요 땅이나 엄마 제사월에 레친제 되네 제기메섬 하는 엄마 균에 되네 베주 땅이 메바이나 네 된들레 메게와데 두단나 먹군데 제기메 냠바지 하는 가서 오라 삼고고요래 소소 소소라 칸낭데 지는 된데 도미도 세로나 Als nächstes sprechen wir jetzt über eine schwerwiegende Lüge. Das ist dann, wenn wir lügen und damit das Leben anderer verletzen. Wenn wir andere Lebewesen wirklich hinters Licht führen und sie damit und ihnen damit Schaden zufügen. Denk mal kurz darüber nach. Durch diese vier Schritte der Basis, der Methode und so weiter, ob wir so eine schwerwiegende Lüge schon einmal gesprochen haben. Wenn wir in dieser Form uns untugendhaft verhalten haben, dann sollten wir jetzt darüber nachdenken, wie wir dieses Verhalten verändern können und korrigieren können. Wenn wir das noch nicht getan haben, dann sollten wir uns daran erfreuen und uns noch weiter zu verpflichten, nie eine schwerwiegende Lüge zu vollbringen. Und jetzt schau nach innen, kontempliere und überlege, hast du schon mal eine solche Lüge begangen? So, 드는 데제라
Als nächstes geht es jetzt um die schwerwiegendste Lüge, und das ist es, dass wir darüber lügen, dass wir spezielle Erfahrungen gemacht haben, dass wir über unsere Verwirklichung lügen. Dass wir zum Beispiel die Gottheit gesehen haben, obwohl wir sie nicht gesehen haben, dass wir Dämonen gesehen haben und sie aber nicht gesehen haben und so weiter. Dass wir eine Samadhi-Erfahrung gehabt haben, eine Erfahrung der Sammlung. Oder also eine tiefgründige Versenkung in der Meditation erlebt haben und so weiter. Dass wir Allwissenheit besitzen oder eben die eine oder die andere Gottheit getroffen haben, den einen oder anderen Dämonen, besiegt haben. Als Praktizierende haben wir vielleicht manchmal Erfahrungen in der Meditation, aber oft bleibt diese Erfahrung nicht sehr lange. Sie ist wie eine Wolke am Himmel, die schnell wieder vergeht. Und wenn wir aber dann sagen, ja, ich habe die und diese Fähigkeit und Verwirklichung, dann wäre das wirklich eine sehr schwerwiegende Lüge. Bitte denk darüber nach. Hast du schon einmal so eine Lüge begangen? Hast du schon mal auf diese Art und Weise gelogen? Das wäre die schlimmste Art der Lüge. Wenn wir aber noch nicht so gelogen haben, dann ist das wirklich gut. Aber wenn wir schon so einmal gelogen haben, dann ist das wirklich das Schlimmste, was wir tun können. Ganz besonders über unsere meditative Erfahrung zu lügen. Wenn wir angeben, dass wir verwirklicht sind, obwohl wir nicht verwirklicht sind und so weiter.
Bitte kontempliere jetzt wieder für einen Moment darüber nach. So, denn ne, die Megawa neben der Thomas gehöre. Thomas ist nun da mir Namen zu tun ne, ne mich haben so ja da, ne Thomas gehöre. Der Kansa Paro bei diesen ne mir Chorere la mir Rere jenge, denn ne so mich la so mach so tun ja, die gehöre. Hier ne ne jo gogur. Samba den so la mir schon beim Tummen mir was sonst nicht lo, Jorwa ane ngah jeke jer namen da she, ane thar du ane paru bo ko am, paru bo kansa cho so so chen bai na, ane thamie mi ge wa de ngo shun zong zhu yu le. Als nächstes die nächste untugendhafte Handlung mit der Sprache ist, wenn wir Disharmonie in einer bestimmten Gruppe von Personen schaffen. Es muss bestimmte Leute, also wenn es bestimmte Leute gibt, zwischen denen wir Disharmonie sehen, dann ist das die Basis dafür, dass wir das eben tun. Also es muss diese zwei Personen oder zwei Seiten geben. Und wenn wir zwischen diesen mit unserer Sprache eine Disharmonie, einen Konflikt hervorrufen, wieder mit der Methode unserer Sprache, durch unsere Sprache und Konzepte, Konflikte hervorrufen. Und das Resultat ist, dass diese Menschen sich nicht mehr verstehen und voneinander getrennt werden durch unsere Lüge, dann ist diese Handlung vollkommen. Also, denn der Thema der Langwanda da Gorda sind an den Niyungudo, Wanda sind die Ne kansa mini da nisum la so ba gazo yo ba yana den dun lang lon don ne ne monsum dun la ne kiran ji khosong ma ko la chi den la song as khosong an pa jo la den den la song lam ne pa ke jer tu su la tu te gar ko ran mi chan ba su ye tu tu ba den ne che ba yana den ne tu jin che de la mon ta sa ge yo de den ne me ge we le de so so sa ge du na sa ge mi du ne ta go re ngo ma sa ba yana mīndrī bārī māsā bāyī na ngōmā chē bātī yāgur wā ān chēnjē dēnē mē bāchū kōgu wī rī ān kā nāngdē lā kōr nē ān sōsō nē rō mē gē wī lē kāngsā shēn mē chēn bā sōyē dēnē tā xē rā kī lē ngā bā sāb chēn rō wā dēnē chē kī mē ā nyā bā chēn tōng tam chā chē kōgu rī kā nāng lā tō sām lō tā nā shō rō nā
Es gibt zwei Formen von spaltenden Sprache. Das eine ist indirekte spaltende Sprache, verstecktes Spalten. Und die zweite Form ist es, wirklich direkt zu Personen zu gehen und eine Lüge zu verbreiten, unechte Worte zu sprechen, die Unwahrheit zu verbreiten, so dass diese Personen Konflikte entwickeln. Das ist spaltende Sprache, spaltende Rede. Überleg dir jetzt, hast du so eine Art von Lüge, von untugendhafter Handlung begangen? Wenn wir das nicht getan haben, dann ist das super und dann sollten wir das auch beibehalten. Wenn wir es aber getan haben, dann sollten wir uns wirklich selber vornehmen, das nicht mehr zu tun. Schau nach innen jetzt für einen Moment und kontempliere über diese Worte, über diese Punkte. So, in der Jala, Tama Shambhaji, der Kochtasagüre, Gansab, Pensun, Tukoguyobayena, in Tukin, die Ungersumadubaje, Jabla, Jablone, eine Shambhajalundam, Doge, Takaja, Tembayan, Shirsigre, Tumayan, Shirsigre, Nebake, Mare. Okay, Jalan, Dende, Labudo, Pajuji, Jalan, Dende, Labudo, eine Chokshambhaji, Jalan, Sochola, Dende, Labudo. Da geht's da mit Mingawa da, sind mit Dumba Suhedi, in geht's da am Reche. In Cho Shenle Chenba in Naya, an Dara Chene, da Gansa Nye da, Cho Mambo da da di, Chebar Kheyo Marwa. Wa dine, Shedro Gondela, nu Kogta Sige Yure, Kola, Kola da Tuxin Jaya. Dine Tuxin Jaya de da, Kole, Ngenbarwa, Naranzo, Jigden de la, Mi Chambo da, Tumbo Teba Yina, Nye Shara Simjibo Yure. Ini kangsa ni mitun bada, ni mishan bacha wayi na, di Qur'an ni chibu maasai iyan la yukami kangsa mangbu ji, ini kasa ura simi jibu sun rugu yore. O tenle le ngenba di suzu, ini che du da, che mi du, namjin chigi yore na, ini tanda ni suni da, samcho che gugu yore. Ini che me bayi na, ini yaksho rwa, ini suzu da, suzu la chambu yukami kangsa chik, mi kangsa yin kanyo rumba ji yu chukar che bayi na, Mijunbazona, Susu Semijiba Kanuch, Kanecha Yungudu, Susula Mendeva Kane Yungudu, Nichigian, Chibajinia, Shana Yungu Yure, Chesanda, Dende, any Kansa Truya Lega de, any, Tuna Namakundi, Chigime, Nyabatombada,
chedu chegu mendo chejong da me da cheyo se bare ane ngozin ma je ba yong se gre ane du du mendo so so sam le ya bo je ta je dan ro na ga yugi Als nächstes sprechen wir über den indirekten Spalten, über die indirekte spaltende Rede. Da geht es darum, dass wir nicht direkt zu den Personen gehen, zwischen denen wir Missstimmung, Missgunst sehen wollen, sondern hinter ihrem Rücken so sprechen, dass eine Disharmonie, dass ein Konflikt entsteht. Wenn wir zum Beispiel sagen, ah, diese eine Person hat das über die andere gesagt und so weiter. Na, ah, diese Person hat das über mich gesagt und so weiter. Oder auch wenn es um eine Personengruppe geht, hey, die haben das über euch gesagt, zum Beispiel. Wenn wir so, so, also das meint quasi indirekte Form von Disharmonie sehen. Und wenn wir uns dann auch noch darüber erfreuen, dass diese Personen gespalten wurden, dann ist das natürlich keine tugendhafte Handlung. Und es wird auch für andere Leute nicht gut sein, wenn sie nicht mehr miteinander auskommen. Es ist etwas sehr Negatives, nicht wahr? Wenn es zwischen uns und anderen Harmonie gibt oder auch unter anderen eben Harmonie gibt und wir uns daran erfreuen, und dann erfreuen wir uns daran, dann ist das Glück und dann ist das Friede. Aber wenn wir im Streit miteinander sind, im Konflikt miteinander sind, dann bedeutet das Unglück. Denk jetzt also darüber nach, wenn andere zu dir kommen und sie Konflikt verursachen unter unseren Freunden oder unserer Familie und uns, könnten wir damit umgehen? Denk darüber nach. Wenn uns jemand so behandelt, als würden wir nichts wissen, als wären wir dumm. Und sie verhalten sich, als wären sie besser als wir und sie betrügen uns. Wie würden wir damit umgehen? Denk darüber nach und überleg dir, hast du schon mal Konflikt gesät? Bitte kontempliere einen Moment darüber nach. So, in diesem der Samjuchi, in Besenjam no Sorona. Okay, für heute enden wir hier. Bitte chante mit mir gemeinsam die Widmung. Chaya Rolba Jembe Jelungur Tesum. Teje sanga jebe ge wa da te zum zab ke zo kun do de la me jang jo nyam ngo wa ra nge so nam de da ye ro wa
Gut, danke fürs Dabeisein heute. Passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche.